Sehr geehrte Organisatoren dieser Podiumsdiskussion, herzlichen Dank für die Einladung in die Fachhochschule Potsdam. Ich freue mich nun, aus einer stadtsoziologischen, kulturwissenschaftlichen Perspektive einige Gedanken zur Neugestaltung des alten Marktes in die Diskussion einbringen zu können. Erst einmal, wie gehe ich vor? Ich möchte erst einmal kurz die gedächtnistheoretischen Konzepte vorstellen, dann einen kurzen Problemaufriss geben und schließlich über den Authentizitätsbegriff, da haben wir ihn schon wieder, einen möglichen Deutungsansatz einbringen. Die Konzepte. Was sind Erinnerungen, was ist Gedächtnis? Erinnerungen reichen nicht nur in die Vergangenheit, sondern in die Gegenwart hinein. Sie werden in der Gegenwart konstruiert und sind auf diese Weise alltagsnah und formbar. Wir erinnern uns sowohl alleine als auch mit anderen zusammen. Erinnerungen sind also perspektivisch gebunden und werden sozial vermittelt, da wir uns nicht isoliert, sondern im Rahmen von Gesellschaft erinnern. Folglich verwende ich den Begriff Erinnerung, um eine subjektive, individuelle Perspektive zu beschreiben. Wir können den Begriff jedoch auch erweitern, denn nicht nur Individuen erinnern sich, sondern auch soziale Gruppen. Diese sozialen Gruppen teilen und modifizieren gemeinsam Erinnerungen. Über Selektion und Vergessen produzieren sie Gedächtnis. Wir verwenden in unserem alltäglichen Sprachgebrauch das Wort Gedächtnis zwar auch aus der subjektiven Perspektive, beispielsweise mit der Aussage, mein Gedächtnis hat mich schon wieder im Stich gelassen, aber dann sprechen wir von Gedächtnis als einen Container oder einen Behälter. Ich verwende den Gedächtnisbegriff hier in Bezug auf dynamische Strukturen sozialer Gruppen. Wie hängen nun Erinnerung und Gedächtnis miteinander zusammen? Im Englischen Memory sind die individuelle und die kollektive Dimension beide enthalten. Ich markiere hier das Subjekt mit Erinnerungen und das Kollektiv mit Gedächtnis. Der französische Soziologe Maurice Halbwachs spricht von Gedächtnis als soziale Bezugsrahmen, die immer wieder neu ausgehandelt und definiert werden. Ein Individuum teilt seine Erinnerungen mit mehreren sozialen Gruppen. Seine Zugehörigkeit ist flexibel, das heißt, es nimmt gleichermaßen teil an den Gedächtnissen verschiedener Kollektive. Also wirken nicht nur Individuen auf Gruppengedächtnisse, sondern diese wirken gleichermaßen auf die Erinnerung von Individuen zurück. Wir können hier von einer wechselseitigen Beeinflussung von Erinnerung und Gedächtnis sprechen. An diese Perspektive einer Wechselwirkung schließt sich die Frage an, auf welchem sozialen Feld diese Aushandlungen stattfinden. Wie könnten wir die gedächtnistheoretischen Konzepte mit Stadt verbinden? Genau dort, in der Stadt oder hier am Alten Markt in Potsdams Mitte, finden die Aushandlungen zum gemeinsamen sozialen Gedächtnis statt. Jetzt und hier. Nun stellte ich die Frage, was Erinnerungen und Gedächtnis mit Stadt zu tun haben. Derart kommen wir auf die Bedeutung von Orten zu sprechen. Orte stützen Erinnerungen und gewährleisten eine räumliche Orientierung. Sie sind ein stabilisierender Faktor für unsere alltäglichen Handlungen. Werden Orte verändert, werden unsere routinierten Handlungen irritiert. Hier ein kurzes illustrierendes Beispiel. Um die lange Warteschlange am Postamt zu vermeiden, suche ich seit mehreren Jahren in meinem Berliner Kiez einen sogenannten Späti auf, der eine Postlizenz hat. Das letzte Mal jedoch konnte ich das Geschäft nicht wiederfinden. Vor der Häuserfassade stand ein Baugerüst. Der Laden war weg, die Räumlichkeiten leergeräumt, kein gelbfarbenes Postzeichen an der Häuserwand mehr zu erkennen. Ich wählte Handlungsoption B und machte mich auf die Suche nach einem Briefkasten. Als ich den bereits frankierten Brief in den mir bekannten nächstgelegenen Postkasten werfen wollte, war auch dieser entfernt worden. Die räumliche Umgebung veränderte sich, meine Handlungsroutinen wurden irritiert. Während Materialität also relativ beständig und dauerhaft erscheint, unterliegen soziale Bedingungen einem schnelleren Wandel. Orte kanalisieren Vergangenheit, indem sie lokale Fixpunkte für Erinnerungen bilden. Darum werden sie für uns wichtig. Wenn wir uns nun einmal den Titel der Veranstaltung anschauen, also Perspektiven aktueller Stadtforschung auf Potsdams Mitte-Konflikt, so möchte ich mich hier einem besonderen Charakteristikum des Ortes zuwenden, seiner Lage. Es geht nicht um die Peripherie, es geht nicht um einen Außenrandbezirk, es geht um das Zentrum, die Mitte, den alten Markt, Potsdams historischen Stadtkern. Oder, wie mir im Vorfeld schriftlich bezeugt wurde, hier geht es um die sogenannte Filetlage. Das Zentrum ist nicht unbeschränkt ausdehnbar.
bestimmte historische Materialitäten wie alte Stadtmauern der mittelalterlichen Stadtbegrenzung definieren sogenannte Markierungen, die Beziehungen zwischen einem Stadtkern und ihn umrundenden Kreisen sichtbar machen. Mit einem kontinuierlichen Wandel der Stadt sind diese Markierungen jedoch immer schwerer lesbar und die auf Schildern definierten Zentren entsprechen nicht zwingend den Markierungen historischer Stadtmauern. Im Sinne von Zentrum-Peripherie-Relation möchte ich zwei Faktoren hervorheben. Zum einen die symbolische Bedeutungsebene hinsichtlich von Repräsentation, wir kommen ja auch wieder auf dich, Repräsentation, zum anderen die ökonomische Dimension hinsichtlich von Verwertbarkeit, Dichte und Konsum. Henning hat in seinem Vortrag bereits davon gesprochen. Bevor ich auf Repräsentation zu sprechen komme, möchte ich in wenigen Worten kurz den Konflikt vorstellen. Der alte Markt in Potsdams Mitte ist ein Beispiel par excellence für urbanen Wandel. Seine Baustruktur wurde im vergangenen Jahrhundert stark modifiziert. Dazu zählen Bombenabwürfe während des Zweiten Weltkrieges, Restaurationen und Sprengungen in der Zeit von 49 bis 90. Ich möchte hier nicht näher auf Architektur und Stadtplanung eingehen. Zu diesen Themen haben bereits auf dem Symposium 2015 Expertinnen und Experten referiert. Potsdams alter Markt in der Gegenwart ist ein Konglomerat verschiedener Baustile. Er zeigt sich als eine Materialisierung der politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Was diskutieren wir heute Abend hier in der Fachschule am Alten Markt? Es geht um mehr als den Abriss eines Gebäudeensembles in Potsdams Mitte. Geht es um Planung von oben oder Planung von unten? Das Bündnis Potsdamer Mitte unterstützt einen Wiederaufbau mit Barockfassaden. Das Bürgerbegehren Kein Ausverkauf der Potsdamer Mitte kritisiert die Verwendung öffentlicher Gelder für einen Abriss und die daran anschließende Privatisierung. Beide zivilgesellschaftliche Initiativen mokieren ihre fehlenden Einflussmöglichkeiten auf Stadtplanungsprozesse. Kurzum, die Situation ist gekennzeichnet von Komplexität, konträren Interessenslagen und Machtverteilung. Ich möchte versuchen, diese Komplexität aufzufächern, indem ich mich den Gemeinsamkeiten auf der symbolischen Ebene zuwende. Es geht um mehr als den Abriss eines Gebäudeensembles, da wir über das Zentrum sprechen. Potsdams Mitte repräsentiert einen symbolischen Raum, der mit Bedeutung aufgeladen ist. Es ist wichtig, mit welchen Bedeutungen dieser Raum ausgestattet ist und wer sich damit identifizieren kann. Potsdams Mitte soll kein Raum der wenigen werden, sondern ein Raum der vielen bleiben. Wenn wir nun die materielle Umgebung als Stabilitätsfaktor für Erinnerungen auf individueller Ebene und Gedächtnis auf kollektiver Ebene definieren, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass mit dem geplanten Abriss von Fachhochschule und Staudenhof der drohende Verlust von Erinnerungen und Gedächtnis einhergeht? Einige Presseartikel greifen diesen Aspekt auf. Sie wählen Überschriften wie »Die Zukunft der DDR-Architektur in Potsdam ist ungewiss«, so die Berliner Morgenpost am 29. November 2016. Erinnerungen sind nicht Vergangenheit, sondern gegenwartsbezogen definiert. So kommt die Frage auf. Wie können wir uns identifizieren? Ich muss schneller sprechen. Und lauter? Okay. Wie können wir uns identifizieren, wenn das altbekannte räumliche Setting verschwindet und durch Neues ersetzt wird? Wie können wir es erreichen, dass das Neue zu unserem und zum Wir wird? Ich schlage vor, über Authentizität als eine potenzielle Diskursstrategie für beide zivilgesellschaftlichen Initiativen zu diskutieren. Was heißt authentisch? Die Wortwurzel kommt vom griechischen authentikos, was so viel wie echt bedeutet. Zu dem lateinischen Adjektiv authentikos schlägt das digitale Wörterbuch die Übersetzung verbürgt, verlässlich, echt im Sinne von als original empfunden vor. Diese letzte Definition möchte ich noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Das Charakteristikum authentisch verweist also auf eine subjektive Empfindung, verweist auf die Rezeptionsebene, verweist auf die Dimension der Zuschreibung. Es lassen sich verschiedene Bezüge und Formen von Authentizität ausmachen. Erstens auf Personen bezogen. Wann ist eine Person authentisch? Sprich der Einklang von Fassade und Werten, die Kongruenz von Handlungen und Einstellungen. Schwieriger ist die Anwendung von Authentizität auf Materialitäten bezogen. Wir sprechen von authentischen Gegenständen, wenn Zuschreibungen eindeutig sind. Wir identifizieren authentische Objekte, wenn die Autorenschaft oder die Quellenlage belegbar ist. Wann ist nun ein Ort authentisch? Hier kommen Steuerungsmechanismen ins Spiel. Veränderungsprozesse sind ein fester Bestandteil der Definition von Orten. Wenn Wandel aufgehalten werden soll, wenn bestimmte materielle Zustände festgeschrieben oder rekonstruiert werden,
dann ist die Rede von historischen Orten. Ich möchte die Rezeptionsebene authentischer Orte am Beispiel zweier Orte der Berliner Mauer veranschaulichen. Das materielle Ensemble der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße umfasst neben Kapelle der Versöhnung und Fenster des Gedenkens ein Dokumentations- und ein Besucherzentrum sowie ein Denkmal. Dieses Denkmal trägt die Inschrift in Erinnerung an die Teilung der Stadt und die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft. Es handelt sich um einen konservierten Grenzstreifen aus der Situation 1989-1990, der von zwei 7 Meter hohen Kortenstahlwänden eingefasst ist. Was ist hier authentisch? Es gibt zwei Inszenierungsformen, um das Gefühl Grenze hervorzurufen. Ein nachträglich aufgestellter Wachturm auf der originalen Position sowie eine von den Spuren der Mauerspechte mit Restaurationsbeton geglättete Fassade der Mauer mit Rohrauflage obendrauf. Hier wurde unter Berücksichtigung von Echtheit inszeniert, um den historischen Ort erlebbar zu machen. Das materielle Ensemble am Checkpoint Charlie ist Inszenierung. Der ehemalige Grenzübergang der Alliierten an der Berliner Friedrichstraße zeigt eine Ansammlung von Gegenständen, ohne den Anspruch auf Authentizität zu erheben. Es zählt das Erlebnisgrenze, das über ein Foto mit verkleideten Grenzsoldaten oder einem gestempelten Pass dokumentierbar ist. Beide Orte sind Gedächtnisorte der Berliner Mauer in der Gegenwart, die auf Authentizität als Strategie rekurrieren. Die amerikanische Soziologin Sharon Zukin verwendet den Authentizitätsbegriff in Zusammenhang mit Recht auf Stadt. Sie deutet Authentizität als ein Werkzeug der Aneignung. Soziale Gruppen können mit der Forderung nach authentischen Orten Raum aneignen. In Zusammenhang mit instabilen Identitäten versteht sie den Diskurs zur Authentizität als eine kulturelle Form der Macht über Raum, die mit Verdrängung einhergeht. Über neue Formen des Konsums schreibt sie dem Nutzen von urbanen Orten eine Kontrollfunktion zu. Zukin konstatiert einen Konzepttransfer von Individuen zu Dingen zu Erfahrung, sprich der kulturelle Konsument markiert und differenziert über authentische Orte. Auf diese Art und Weise versteht sie die Zuschreibung von Authentizität als ein Werkzeug der Macht für soziale Gruppierungen. Materialitäten sind Speicher sozialer Konstellationen. Sie stützen und stabilisieren Erinnerungen. Sie sind Referenz- und Richtpunkte für soziale Gruppengedächtnisse. Nehmen wir den Ruf nach authentischen Orten als ein Recht auf Identifizierungen im Zentrum der Stadt, als eine gemeinsame Aneignungsstrategie für verschiedene soziale Gruppen, seien sie nun junge Neupotsdamer, um noch einmal die Berliner Morgenpost vom 29. November 2016 zu zitieren, oder bereits längerfristig etablierte Altpotsdamer. Potsdams alter Markt ist ein vielschichtiger, symbolischer Raum, der die politischen Umbrüche des vergangenen Jahrhunderts materiell gespeichert hat und sie in der Verschiedenheit ihrer Gebäudeensembles repräsentiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.